Nachbarschaften. Einen angenehmen Samstag auf dem Balkon könnte ich mir vorstellen, wenn nicht der Nachbar wäre. Einen Tag auf dem Balkon, lesend oder in mich gehen, wenn der böse Nachbar nicht wäre. Den Luftwurzeln ist es wurscht. Den Tauben auf dem Dach ist es egal, den Spatzen ebenso. Sie werfen alle ihre Exkremente wie durch eine Falltür aufs Dach, auf die Ornamente des Kiesweges auf meinem Balkon oder des Nachbars Garten. Eiszapfen vom letzten Winter längst getaut. Der Himmel wie eine einzigartiges Farbfotografie, schillernde bunte Vielfalt erfreut mein Herz. Bienen baden im Gelb der Sonnenblumen. Wie ein blaues Farbband zieht sich der Himmel über unserem Balkon. Meine Augen blinzeln gegen das Sonnenlicht und versuchen, die einmalige Farbenpracht zu sortieren. Leider kommt nun Horst ins Spiel. Horst kennt weder Magengeschwüre noch Gallensteine. Horst, der Fassadenschreck, der gerne Samstagmittag sein Umfeld terrorisiert. Horst, Preisträger im Lärmmarathon. Horst, ein Freizeitkiller mit Zügen einer Frisbeescheibe im Gesicht. Horst, ein Fremdenführer durch die Freudlosigkeit, egoistisch mit gebrochenem Friedenswillen. Horst, der Freudenschreck, der jeden Frontalzusammenstoß provoziert, der immer als erster zum Gegenstoß ausholt. Horst, ein alltäglicher Härtefall nach Sonnenaufgang, immer unter Hochspannung. Als Dorfältester für begrenzten Flugschaden auserwählt, untauglich. Kreischend beißt sich die Kreissäge ins Holz und in meine Nerven. Genau so. Erschrocken kündigt ein Hahn Gefechtsbereitschaft an, ohne sich bewusst zu sein, dass es schon 14 Uhr ist. Die Schlagbohrmaschine knattert wie ein altes Maschinengewehr zur Gefangenenbefreiung in einem billigen Kriminalfilm. Am Samstagnachmittag. Horst im Kampfgetümmel mit seinem Werkzeug ohne Berührungsende zwischen Rosen, Gehwegplatten, Regentolle, immer im Tripling. Mit dem Schwingschleifer geht es auf dem Brett hin und her. Ein Adrenalinschocker, der Superlative. Nachbarsbaby schreit die Tonleiter ohne Feinabstimmung rauf und runter, stolpert von G auf C. Feldsalat in der Frühphase seiner Entwicklung bittet um Gnade. Schwer verständliche Rufe zwischen Fliederbirk und Kirschbaum. Rosi! Und Rosi kam mit der Fußmatte unterm linken Arm. Rechts klemmte die Gebrauchsliteratur für Dinge des täglichen Lebens. Bleib doch mal stehen, Horst, du hast da was am Kinn. Horst schaute wie ein Büttenräder, blieb stehen und ließ sich von Rosi umständlich die Sägespäne vom Kinn putzen. Sein Gemütszustand wurde dadurch nicht viel besser. Als hätte man gestern die Getränkesteuer erhöht, legte Horst los. Reich mir mal den Hammer, Rosi. Und Rosi reichte Horst laut Anweisung den Hammer. Den Meißel auch. Und Rosi reichte ihm den Meißel, den Nagel, das Stemmeisen und zum grünen Schluss einen Schutzhelm. Was soll ich denn damit, sprach Horst und hängte den Helm an die äußerste Spitze seiner gut gedingten Birke. Gehst du mal beiseite? Rosi ging einfach beiseite. Horst schlug mit dem Hammer respektlos auf den Kopf des Meißels. Die Funken sprühten wie kleine Sternschnuppen, um Horst noch mehr zu aktivieren. Der immer noch irritierte Hahn krähte orientierungslos sein Kikeriki in den verstaubten Himmel. Die Kreissäge biss sich weiter von wütend bis sehr wütend mit unverminderter Energie durch die Holzbretter. Rosi, kommst du mal, rief Horst, da nicht zu bremsen war. Wo hast du die Bohrmaschine hingelegt? Rosi, tausend andere Sachen im Kopf, das Kind auf dem Arm, reagierte nicht auf seine Frage. Gereizt kletterte Horst von seiner Leiter, ohne Rosi eines Blickes zu würdigen, und klopfte sich den Staub vom Blaumantel. Dabei verschwand er wie im Hilfe eines Markiers im Moment in einer großen grauen Schmutzwolke. Fast bis zur Bewusstlosigkeit suchte er die Umgebung nach der Bohrmaschine ab. Rosis Augen blieben bei ihrem Entdeckungsreise nach der Bohrmaschine vor Horsts Füßen hängen. »Da liegt sie doch«, signalisierte Rosi strahlend. »Wo?« »Na, vor dir, genau vor dir.« »Seltsam, ich habe sie nicht gesehen. Kannst du sie mir mal aufheben?«
Rosi bückte sich und reichte ihrem Host seine gerade noch verschwundene Bohrmaschine. Ab ging es ins Mauerwerk, um später das Gesamtkunstwerk zu begutachten, und die beklagenswerte Rosi, Ehrenbürgerin ihrer eigenen vier Wände, scherte ins Haus ein, um Bettlaken zu kletten, Silber zu putzen, Gläser zu spülen und Erbsen zu zählen. Geistige Anstrengung und Bewegung förderten die Verdauung, und Rosi besann sich auf ihre Grundrechte, spazierte ohne Gewissensbisse ins Klo, um sich einer Frühlingsrolle zu entledigen. Hier saß sie wie ein Götzenbild, atmete tief durch und zählte die Fliegen. Horst balancierte unterdessen, ohne den Mut zu verlieren, auf seiner Leiter höher und höher. Ein Akrobat könnte so manche Finesse von ihm abschauen. Der Hammer flog im Rhythmus eines Scheibenwischers gegen die Wand und löste den Putz, wie andere Kreuzworträtsel. Völlig im Staub versinken, quiekte vom ersten Eckzahn nach weiter entfernt wieder das Kleinkind. Ihm schien es zu gefallen. »Du solltest die Kleinen zu Bett bringen«, keifte Horst zwischen Luftspiegelung und Staubwolken, getreu dem Motto »Kleine Kinder gehören Mittag ins Bett«. »Ich kann jetzt nicht«, rief Rosi, »ich bin auf dem Klo.« Horst gab sich damit zufrieden. Wenn Rosi auf dem Klo ist, kann sie sich nicht um die Kleine kümmern. Rosi auf dem Klo, das ist wie Luftangriff auf einen Komposthaufen. Seit geraumer Zeit beobachte ich das Spektakel von meinem Balkon. Meine Nerven waren gespannt wie die Saiten einer Wandergitarre. Pock, 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 tak, 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 klick, klack, klick, brrrr, tok, tok, zzz, zzz, mit Brachialgewalt, wie auf der Suche nach Neusilber, frisst sich die Schlagbohrmaschine ins granitfarbene Gemäuer. »Jetzt reicht es«, schrie ich zu ihm herüber, »deine Gleichgültigkeit stinkt zum Himmel!« Dabei schwoll meine Halsschlagader zum Zerspringen an. Horst zeigte keine Reaktion. Er schien mich überhaupt nicht zu bemerken. Nicht der Ansatz eines schlechten Gewissens plagte ihn. »Jetzt reichst du, Fehlkonstruktion einer Bademütze! Jetzt reicht es«, überschlug sich meine Stimme. Wie von einer Hornisse gestochen sprang ich aus meinem günstig erstandenen Korbsessel. Ich rannte die Treppen hinunter, als wollte ich einen Geschäftsschluss nicht verpassen. Dabei wäre es fast zu einem Frontalzusammenstoß mit meinem Nachbar gekommen, der mit vollbepackten Taschen seine Tiefkühltruhe nachholen wollte. Die Frage, ob ich ein Gespenst begegnet wäre, beantwortete ich mit einem stummen Kopfschütteln. So schnell hatte ich noch nie eine Haustür geöffnet. Wie einer vom Kaltstart getriebener Motor stolperte ich ins Freie ums Haus herum. Hier waren zwei Bretterzäune, welche mich von Hosts Anwesen trennten. Neben ihnen stand die Mülltonne mit Unrat bis zum Rand gefüllt. Auch von dieser Seite war Horst in seinem Element nicht zu überhören. Das Kleinkind schrie wie eine Sirene bei Großalarm und Horst bohrte ungestört Löcher in seine für ihn zu kostbare Wand. Papa, Mama, Mama. Niemand interessierte sich für den schreienden Bengel. Euch sollte man den Kinderfreibetrag kürzen, waren meine Gedanken. Irgendwann erstickte das Geschrei in ein klägliches Krächzen. Ich öffnete den Deckel der Mülltonne. Gestank nahm mir den Atem. Vom Ekel ergriffen schnappte ich mir die erstbeste Mülltüte. Mein Atem wurde ruhiger, aber mein Herz hörte im Kopf pochen. Jetzt wurde es spannend. Ich sah mich um. Niemand war zu sehen. Kopf nach links, Kopf nach rechts. Schön ruhig, was soll passieren? Der Müllsack fliegt jetzt über den Zaun, hoffentlich Horst an die Birne. Destruktive Gedanken durchwühlten meine wundgeplagte Schädeldecke. Hasserfüllt griff ich zum Müllbeutel, kreiste ihn mehrmals über meinen Kopf und wollte ihn wie ein durchtrainierter Hammerwerfer über den Zaun pfeffern. Also ich kreiselte den Müllbeutel wie ein Hammerwerfer über den Kopf. Dieser streifte den Bretterzaun, riss seitlich auf, übergoss sich über mich. Ach du dickes Ei, ach du Schande. Der zweite Schreck war viel schlimmer. Im Abfallbeutel befanden sich außer Bananenschalen Flüssigeigelb und zusätzlich eine Papiertüte mit Mehl. Ich sah aus wie einer aus der Mehlkiste gekrochener Bäcker, früh um vier. Nach Harmoniemisänen schlich ich zum Hauseingangstür. Das Treppenmaß war wie ausgestorben. Nur ein Kaktus im Fenster des ersten Stockes wollte sich einen Spaß ausmachen und mich stechen.
Ich gab ihm keine Gelegenheit. Einen Flug ins Weltall hatte ich auch nicht vor, also rannte ich pfeifend wie ein Lausejunge, der sich im dunklen Keller fürchtet, die letzten Stufen bis zu meiner Wohnung hoch. Mit jedem Schritt hinterließ ich mehlpanierte elefantengroße Fußabdrücke. Ich betrat die Wohnung, ohne mich vorher zu vergewissern, meine Schuhe zu entledigen, kleidete ich mich vorsichtig aus, steckte meine Klamotten samt Latschen in einen Sack. Hier war nichts mehr zu retten. Unter der Dusche spülte ich mir den ganzen Ekel vom Leib. Eine halbvolle Flasche Duschgel befreite mich vom üblen Gestank des Müllbeutelinhaltes. Nachdem der parfümierte Schaum den Geruch neutralisiert hatte, schlüpfte ich in meinen Trainingsanzug und schlich immer noch auf Rache bedacht auf meinem Balkon. Kein Schwein hat mich von meinem versuchten Attentat etwas mitbekommen. Tok, 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 empfingen mich meine Pflanzen zwischen Korbsessel und Tisch. Die Kreissäge schrie sich wieder den Frust des Tages aus dem Hals und Horst hielt seine Bohrmaschine eng umschlungen. Kommst du mal, Rosi? Rosi, kommst du mal? Wie grundverschieden doch beide waren. Rosi kam nicht mehr, jedenfalls nicht in diesem Augenblick. Am Himmel zogen dicke schwarze Gewitterwolken heran. Horst war in seinem Element vertieft und erkannte das Unheil über ihn nicht. Erste Regentropfen fielen zu Boden. Horst bohrte und sägte. Der Regen wurde stärker. Horst schwang den Hammer und schlug den Meißel mit geballter Energie auf den Hinterkopf. Wind schüttelte die Blätter der Bäume in unregelmäßigen Abständen. Ein Sturm entwickelte sich, als wollte er die ganze Welt unter einem grauen Tuch verschwinden lassen. Horst nagelte, was das Zeug hielt. Ja, kann denn dieser Beutelgemeine wirklich gar nichts erschüttern, waren meine Gedanken. Die Leiter, auf der er stand, rutschte ein wenig zur Seite. Horst hämmerte immer, ohne aufzusehen. Die Leiter neigte sich noch weiter nach rechts. Jetzt schien es, als wenn der rundum aktive Horst bemerkte, dass er nicht alleine auf diesem Erdball war. Rosi, kommst du mal? Rief er wie immer, und sein Haupthaar vom Regen durchnässt klebte am Kopf wie ein alter Kohlensack. Es regnet, Rosi, kommst du mal? Wiederholte er sich. Rosi tat ihm nicht den Gefallen. Sie hatte zuvor noch das Baby vor dem Ertrinken gerettet und auf ihrem Horst gepfiffen. Jetzt schüttete es wie aus Eimern, der Wind nahm Horst wie einen Ringer in den Spitzkasten. Horst ließ Hammer und Meißel vor Schreck fallen und rutschte von der Leiter, um sich aus der Umklammerung des Unwetters zu befreien. Zu spät. Er stand aufgeweicht bis auf die Haut im Regen und schaute nach Hilfe suchend um sich. Der Regen peitschte schräg von links nach rechts immer auf Horst und seinen pitschnassen Blaumantel. Die Leiter war dem Sturm auch nicht mehr gewachsen und zersplitterte am Boden. Sämtliche Werkzeugutensilien krachten zu Boden und waren Regen und Sturm ausgeliefert. Rosi, jetzt Rosi, komm doch mal, hilf mir doch endlich. Ich weiß gar nicht, was du eigentlich immer treibst, solange ich unser Haus salonfähig mache. Glaubst du vielleicht, ich spiele mit Sandwürmchen? Aber Rosi dachte überhaupt nicht daran zu kommen. Sie träumte vielleicht gerade von einem gut aussehenden Gentleman oder einem Flug in einem Raumschiff um die Erde. Rosi, schau doch mal, es regnet, mein Engel, jetzt kommt er verdammt noch mal her. Rosi! Dann geschah das Unfassbare. Horst rang sich dazu, alleine ins Haus zu gehen. Ja, er ließ alle stehen und liegen, Bohrmaschine, Kreissäge, Schwingschleifer, und stolperte ins rettende Anwesen. Jetzt war meine Stunde gekommen. Jetzt wollte ich die Gunst des Schicksals nutzen. Rache ist Blut, was und das nicht zu knapp. Da sich in mir angestaute Wut musste entweichen. In mir brodelte ein Vulkan, der kurz vor einer Eruption stand. Als erste schnappte ich Omas Blumenvase und warf sie mit inbrünstigem Schwung über die Balkonbrüste auf Horsts Grundstück. Krachend schlug sie vor die Hauswand, zerschellte in tausend Stücke. Der Blumentopf mitsamt Pflanzen flog hinterher, alles, was ich greifen konnte, Aschenbecher, sämtliche Blumentopfuntersätze, die leeren Bierflaschen, Mutters altes Kaffeeservice, Suppenteller und Schüsseln, alles donnerte ich in Horsts Garten oder vor dessen Hauswand.
Das Radio riss sich mit seinem Kabel aus der Steckdose und beförderte es im hohen Bogen gen Nachbar. Auch die alte Kutterschaufel, die wirklich nichts dazu konnte, schwebte wie ein UFO in Richtung Nachbarn. Besenstiele flogen wie Pfeilgeschosse hinterher. Meine komplette Briefmarkensammlung machte ich Horst zum Geschenk. Auch Schwiegermutters Nähkästchen zersplitterte mit Samtinhalt. Es schepperte und krachte wie Silvester und Polterabend in einem. Jeder Aufschlag gegen Nachbarswand war Musik für meine Ohren. Ich trennte mich von alten Kuchenblechen, Messingkerzenständern, Kugellagern. Ein schweres Montiereisen flog im hohen Bogen durch die Luft und blieb wie zur Warnung im Kirschbaum stecken. Da waren noch sämtliche Flohmarktartikel, Kupferkanne, Messinglampe, das verrostete Essbesteck, eine Plastikwanne, mehrere gelbe Säcke, alles krachte vor Nachbarshauswand. Pong und Peng, Rums und Bump, Schepper, Schepper, Dong, Dong machte es. Ich vergaß in meiner unendlichen Wut fast Luft zu holen. Im Moment gab es nur einen glücklichen Menschen auf der ganzen großen Welt und dieser glückliche Mensch war nur ich alleine. Am liebsten hätte ich meinen ganzen Hausrat auf seiner Baustelle zertrümmert. Die alte Gießkanne musste noch sein. Ich packte sie an der Tülle und warf sie mit einem Schrei der Befreiung im hohen Bogen auf sein Grundstück, wo sie sich in der Dachrinne verhakte. Als letztes verabschiedete ich mich von einem leeren Joghurtbecher und einem halbvollen Glas Johannisbeermarmelade. Horst, kommst du mal, rief ich. Horst, kommst du mal, ich zieh dich am Bart, du Salzsiedergesicht. Ich zeig dir, wie man Silvester Blei gießt. Horst, kommst du mal, du ausgediente Kühlerfigur. Horst kam nicht. Ich zog mich in mein Domizil zurück und schloss innerlich befreit hinter mir die Balkontür. Vom Regen blieb nur die aufgeweichte Erde. Der Sturm schwächelte und löste alles, was er überlebte, aus seiner Verklammerung. Horst, der Fachmann, wieder vom Brotkorb getrennt, entdeckte neu seine umwettergebeutelte Umgebung. Unsicher schob er zu meiner Unterhaltung seine Larve vor die Tür und betrachtete erstaunt seine verstreuten Bodenschätze, wie ein Friseur den ausrasierten Nacken eines Kunden. Schau mal, Rosi, Rosi, schau mal, was das Unwetter angerichtet hat. Ich frage mich, wo das Essbesteck herkommt und erst die verbeulte Gießkanne. Wie kommt die denn an die Dachrinne? Das Stemmeisen kann ich gut gebrauchen. Hier das Bügeleisen, wäre das nichts für dich, Rosi? Auf die Idee zu kommen, dass ich eine der Hauptpersonen in diesem Drama war, kam er glücklicherweise nicht. Stattdessen spielte er wieder Frontschwein und seine Kommandos durchdrangen das vom Unwetter aufgeweichte Grundstück.